Mondnachtführung mit dem Titel «Friedrichs Verhängnis» basiert auf einer wahren Begebenheit, die sich sogar sehr genau datieren lässt. Im Juni 1290 ist Friedrich II. Von Montfort, Bischof von Chur, bei einem Ausbruchsversuch über die Aussenmauer der Burg Werdenberg in den Tod gestürzt. Man darf sich rübig fragen, ja, was hat denn ein Bischof an dieser Aussenmauer zu suchen? Friedrichs Verhängnis. Wir waren bei der letzten Vorführung dabei gewesen. Aber um nicht zu viel zu stören, haben wir das Stück zwei Stunden vorher aufgenommen, halt bei Tageslicht. Das Erlebnis live vor Ort, das können wir hier noch bruchstückweise wiedergeben. Packend wie der Dies, das mit seiner Truppe umgesetzt hat. Ein eindrückliches Dokument, wie regionale Darsteller ein Schloss beleben können und tiefe Einblicke geben in das, wo die Mauern schon alles erlebt und eingeschlossen haben. Zurück zum Stück. Er wollte fliehen. Und wir waren alle sehr glücklich, dass wir ihn los waren. Wer bist denn du eigentlich? Ich bin Mechthild, Burgmagd von Werdenberg. Mechthild hat recht. Der Bischof Friedrich von Chur ist zusammen mit seinem Gefährten Heinrich von Griesenberg anderthalb Jahre hier in dieser Burg gefangen gewesen. Das, nachdem sie Gebiet im Wallgau zwischen Feldkirch und Bludenz, die Werdenberger Gebiete, überfallen haben, Bauernhöfe niederbrennt, die Leute drangsaliert, Vieh gestohlen und das alles zusammen verwüstet zurückgelassen haben. Man hat sie dann aber gefangen nehmen und hier auf die Burg gebracht, um sie als Geisel hier zu behalten für ein saftiges Lösegeld. Daran erinnere ich mich ganz gut. Der Herr Graf war wütend, sehr wütend sogar. Ich habe ihn! Ich habe ihn! Das soll er mir büßen. Er und all seine Mannvater, die sich nicht verkrochen haben wie die Ratten. So viele Höfe hat er und sein feiger Kumpane Griesberg nicht ungestraft niedergebrannt. Wartet nur, ihr zwei. Wartet nur. Ihr werdet hier drin warten. Schmachten. So lange, bis ich das Lösegeld habe. Mannvater, ihr könnt beginnen, eure Güter zu verpfänden. Bringt die beiden herein! Was wagt ihr es, mich anzufassen? Weiß man, wenn ich mich nicht finde? Du hast hier nichts zu befehlen. Hier sage ich, was gilt. Haltet ihn! Ich habe gesagt, ihr sollt mich loslassen! Ich sag, hineingehen, schließt das Tor. Das wird für dich, mein Neffe Friedrich, so rasch nicht mehr geöffnet werden. Das wird er mir noch büßen, mein werter Vetter. Was glaubt der Herr, wer wir sind? Nach der Festnahme von diesen beiden Adeligen hat es dahin schon ein Problem gegeben. Ein Adeligen hat man nicht irgendwie in ein Loch sperren können. Die Unterbringung hat schon gewissen Ansprüchen müssen genügen. Und sie waren sehr anspruchsvoll, die zwei Herren. Und nicht sehr unangenehm für uns Frauen an den Rechten. Dann bringt Bischof Friedrich und Graf Heinrich auf ihr neues Zimmer. Aber passt auf, dass sie uns nicht entwischen. Sie sind viel wert, sehr viel sogar. Edler Volk, könnt ihr nicht dabei sein? Unsere behandeln nie wie den letzten Dreck. Nun gut denn, Knechte. Burgvogt? Knechte, holt die Beinen. Zu Befehl. Sagt ihr mir endlich, was das soll? Bin ich eine Burgratte oder ein Adliger? Schau mir den Kabel rechts her. Den Grafen Hugo, den möchte ich jetzt sehen. Auf der Stelle. Der ist leider nicht da. Wie wagst du es, mit einem Bischof zu sprechen? Wir haben sie nur... Schweig! Habe ich dich etwas gefragt? Und überhaupt, ihr habt hier gar nichts. Keine Ehrenhaftigkeit, kein Anstand, gar nichts. Und
Wo bleibt dieses Burgschwein von Haus Vogt? Der ist hier! Tatsächlich, mein Freund. Dort ist der Kerl. Ja, da ist er. Weißt du, mit wem du es hier zu tun hast? Ja, allerdings. Gut. Was fällt dir ein, uns in so ein Loch einzusperren? Hat man euch hier keinen Anstand beigebracht? Eine solche Unterbringung ist keines adligen Mündes und schon gar nicht eines Würdenträgers der Heiligen Kirche. Ich weiß. Edler Herr, ich habe was zu vermelden. Da draußen vor dem Tor stehen zwei Musiker. Genau genommen sind es ein Musiker und eine Musikerin. Was wollen Sie? Nun, ich denke, Sie wollen Musik machen. Edler Herr Burgvogt, darf ich uns vorstellen, wir sind zwei Musiker. Also, genau genommen, ein Musiker und eine Musikerin. Musik, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und Musikerin, sagt ihr? Ja, gewiss. Darf ich vorstellen, meine begnadete Begleiterin. Das gibt es ja gar nicht. Musikerin, nein. Soll ich sie nach oben begleiten? Die sieht mir ziemlich nach Frau aus. Nein, schick sie weg. Nach der Festnahme von diesen beiden Adeligen hat es geholfen zu warten. Warten auf ein Lösegeld. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt beim Bischof Friedrich nicht sehr schnell gekommen. Und das Leben auf der Burg, das hat seinen gewohnten Lauf genommen. Und zu dem Spiel gehören eben auch originalgetreue Kleidung, Waffen und allerhand anderes. Bei den Abendvorführungen ist einiges erklärt worden, vor allem zu den Waffen. Die Zuschauer sind auch einbezogen worden, haben können hoch nach etwas miterleben. Aber ich weiss nicht, ob allen klar war, wie mühsam das ist, zu einem Untergewand oder einer Kette heimzulegen. Und darum hier ein paar Eindrücke und dann wieder zurück zum Stück. Ja, ist damals mühsam und ist heute auch noch mühsam, wie ihr seht. So, und jetzt geht es um die Handhabung der Waffe. Zuschauer dabei. Waffe ab. Vorwärts. Halt. Waffe auf. Rechts um. Und wieder zurück. Ausrichten. Vorwärts. Halt. Angeln. Schlagen. Stechen. Waffe auf, rechts um und wieder zurück. Alles muss geübt werden, alles muss genau gemacht werden. So, jetzt zurück zum Stück. Unglaublich! Bereits seit einem Jahr sind Bischof Friedrich und der Griesenberg hier auf unserer Burg. Zwei mehr, die von unseren Vorräten essen. Doch seit Ritter Ulrich von Flums seinen Herrn Friedrich mit Esswaren versorgt, ist es etwas besser geworden? Ja, nicht aber Ihre Stimmung. Hey, ihr zwei. Mit euren Waffen könntet ihr euch schon bald lächerlich machen. Was meinst du damit? Ich konnte manchmal unseren adligen Gästen bei ihrem Gespräch zuhören. Vor allem der Bischof scheint mir viel von Waffen zu verstehen. Er hat immer wieder von einer besonderen Waffe gesprochen. Nun, ich habe eine solche hier. Zeig mal hier. Was für eine Waffe? Da bin ich aber gespannt. Was will ich sehen? Und eine neue Waffe.
lache. Wie holst du damit jemanden vom Pferd? Schlagen kannst du damit und nicht besonders gut. Zum Stechen erscheint mir dieses Ding auch nicht als geeignet. Also ehrlich, das hier ist doch lächerlich, so etwas. In der Küche war eher zu gebrauchen als in der Schlacht. Oh, lach nur. Viele Dinge, die zuerst belacht wurden, haben die Welt verändert. Was? Dieses Ding soll die Welt verändern? Der sitzt. Der sitzt tief. Mein Name so schützt vor diesem. Während dem Dwanen auf der Burg über ihre Waffe reden, hat der Untermag Agnes ganz andere Probleme. Sie hat nämlich die Aufgabe, diesen beiden Nadeligen da um das Essen zu bringen. Und das, also das ist alles andere als angenehm. Was steht ihr alle rum und glotzt? Gemach, gemach, Agnes. Wozu dieser Ton? Ich habe es satt, endgültig satt. Soll doch diesen Herren das Essen bringen, wer will. Das ist die auferlegte Pflicht. Ja, Hartmann, es ist meine mir auferlegte Pflicht. Aber sage mir, was habe ich denn verbrochen, dass ich eine solche Strafe erdulden muss? Was ihnen auch dargeboten wird, es ist nicht gut. Sie behandeln mich wie den letzten Dreck, greifen mich aber trotzdem ständig. Ich habe ständig Angst. Ja, so ist das Leben. Willkür und Angst. Ach so? So ist das Leben? Du erlebst aber nicht täglich diese gemeine Willkür und Angst und deinen Leid, wie wir Frauen das tun. Die können sich an uns vergreifen und wenn es ein Kind gibt, sind die Männer aus der Sache. Seit Eva habt ihr die Frechheit zu behaupten, die Frau sei es, die euch verführt. Dabei hätte vermutlich selbst Adam ein eigenes Hirn gehabt. Irgendwann, so hoffe ich, wird man auch den einfachen Frauen etwas an Respekt, Ehre und Würde entgegenbringen. Denkt daran, was ich soeben gesagt habe. Ihr habt schon wieder gelacht, bevor ihr gedacht habt. Oh, unser Hartmann spielt hier den großen Denker. Mit unseren Mondführungen wollen wir unsere Gäste nicht nur unterhalten, sondern wir bieten ihnen etwas mehr. Ja, dafür bin ich zuständig. Wir sorgen für ihr leibliche Wohl. Jawohl. Was gibt's? Brot, Käse, Fleisch, Wein. Was wollen wir noch mehr? Wasser hast du einmal auch noch gesagt. Schon? Ja, ja. Aber es kommt noch etwas anderes dazu. Edler Herr Burgvogt, werter Hausmeister Hartmann, ich habe etwas zu vermelden. Nur zu, Torwächter. Da draußen stehen wieder diese zwei Musikusse, wobei genau genommen einer der Musiker eine Frau wäre. Lass sie herein und führe sie in den Saal. Es ist meine Aufgabe, alle Esswaren am richtigen Ort einzulagern. Sie vor Nässe, Fäulnis, vor den Mäusen und vor allem vor den eigenen Knechten und Mägden zu schützen. Mechthild kocht jeweils für unsere edlen Herren und Damen. Und für uns. Ja, ja, Fleisch für die Edlen und für uns Hirsemus. Ah ja, du bist ja genau der Richtige, um sich zu beklagen. Wenn du weniger herumsehen würdest und mehr arbeiten könntest, dann wäre zumindest dein Heißhunger gerechtfertigt. Nun aber, auf Ihr Wohl. Lasst uns die Becher heben. Prost! Greifen Sie zu! Hey, ihr zwei, der Graf und die Gräfin sind nicht da. Drum spielt einmal für uns auf. Nun, für Wein, Speis und Trank natürlich spielen wir gerne. Thank you.
Dank. Vielen Dank. Gemütlichkeit im Rittersaal, die findet ein rasches Ende. Da kennen wir was. Ja, ja. Was ist denn hier drinnen los? Nennt ihr das Vorbereitungen für einen möglichen Krieg? Rundherum sammeln sich die Montfort-Treuen. Und ihr? Macht es euch im Rittersaal gemütlich und tanzt? Graf Hugo von Werdenberg-Heiligenberg hat sich ankündigen lassen. Er erscheint schon morgen mit seiner Gemahlin und seinem Gefolge. Ihr wisst, was gilt. Mechthild. Jawohl. Schon morgen Abend werden die Herrschaften zur Tafel sitzen wollen. Zusammen mit 2 Dutzend Kriegern und ihrem Hofstaat. Hartmann, du bist dafür verantwortlich, dass alles zurzeit gerüstet und in Ordnung ist. Das ist verstanden, Burgvogt. Tatsächlich. Der Bischof Friedrich und der Heinrich von Griesenberg, die sind bereits seit 1,5 Jahren hier auf dem Schloss in Gefangenschaft. Und die Aussicht auf ein Lösegeld, die werden immer kleiner. Darum haben der Graf und die Gräfin die Sache schon müssen genauer besprechen. Wie ist die Lage mit unseren beiden Geiseln, Burgvogt? Alles andere denn angenehm. Sie behandeln uns wie den letzten Dreck, stellen ständig neue Forderungen und belästigen unsere Mägde. Wir wären sie mit Verlaub liebend gerne los. Das geht nun schon seit 1,5 Jahren so zu auf ihrer Burg. Ja, Burgvogt, die Sache hat sich nicht so entwickelt, wie wir dies gern gehabt hätten. Ich fürchte, der Zustand wird noch eine Weile dauern. Edler, gnädiger Herr, das wird doch nicht Ihr Ernst sein. Doch, ich fürchte sehr. Ich bin zwar im Moment der Sieger, aber gewonnen habe ich noch nicht viel. Du kannst gehen. Sehr wohl, edler Herr. Du hast gehört, wie es hier auf der Burg zu her geht. Ja, ich weiß. Du hast doch von einem großartigen Schachzug gesprochen, der dir gelungen sei vor 1,5 Jahren. Ja, das war es auch. Zusammen mit König Rudolf hatten wir Städte zerstört, Burgen gebrochen, 2 Bischöfe schachmatt gesetzt. Die Macht unserer Gegner, der Verwandten Montforter, ist gebrochen. Wer seinen Gegner zerstört, kann nicht mehr von ihm profitieren. Das hättest du wissen müssen. Die Griesenberger und die Montforter, die haben gar kein Geld mehr, um das Lösegeld zu bezahlen. Du musst mit deinen Forderungen zurück. Nein, niemals! Das würden unsere beiden Geiseln doch gar nicht erlauben. Eine solche Schmach ist auch für unsere Gegner zu hart. Ich will die geforderte Summe Geld, koste es, was es wolle. Och, komm, setz dich. Du spielst eine schlechte Rolle. Du weißt genau, du wirst das Geld nie bekommen. Ja, du hast recht. Was nun? Ich habe da eine Idee. Und die könnte unser Problem lösen. Lass den Hofmeister kommen. Und sag ihm, er soll ein paar Bettlaken mitnehmen. Bettlaken? Weshalb? Das wirst du gleich sehen. Zusammen mit unseren Gästen erreichen wir den 3. Stock, die sogenannte Kornschütte,
wo im benachbarten Zimmer die beiden Geiseln schon bereits seit anderthalb Jahren eingesperrt sind. Jetzt aber, werte Gräfin, könnten Sie mir gleich noch ein bisschen das Geheimnis von diesen Linnen verraten? Oh nein, niemand verrät die Pointe eines Krimis. Das ist nicht ganz untypisch für jemanden, der sich mit Geschichte will befassen und Geschichten möchte daraus schreiben. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Ihr Geschichtenschreiber, ihr verdreht sowieso immer alles. Es ist ja fein, dass ihr mich heute begleitet, Vogt und Hofmeister. Dies hättet ihr schon seit mehr als einem Jahr tun dürfen. Keine klugen Reden hier. Wir erfüllen nur den Auftrag unseres edlen Herrn Grafen, obwohl wir ihn überhaupt nicht verstehen. Das kann man wahrlich sagen. Nun, Agnes, bring den Adligen da drinnen. Diese Linnen. So viele? Man möchte meinen, es wäre gekältester Hornung. Wenn die Oberen etwas befehlen, dann geziemt es sich in unserer Zeit nicht, selbst zu denken. Es bleibt nur zu hoffen. Es kommt einst eine Zeit, in der das anders wird. Unser tägliches Vergnügen. Nur das bringt sie uns denn Gutes? Nur herzu, Kleines. Hey, was soll das denn? Was sollen wir mit so vielen Bettlaken? Der edle Herr Graf hat gemeint. Der edle Herr Graf. War dieser elende Wurm auch wieder einmal hier? Und was lässt er uns schicken? Bettlaken? Bettlaken? Er hat gemeint, es wäre Herbst und kälter. Auf einmal so fürsorglich. Und wo bleibt der Wein? Komm mal her. Nein! Halt! Genug damit! Sieh an, sieh an! Hoher Besuch, der uns beehrt. Das muss ja wahrlich etwas sehr Wichtiges sein, wenn uns unsere beiden unfreiwilligen Hofnarren hier besuchen. Gibt es eventuell eine Gebrauchsanweisung für diese unsinnige Mengen von Bettlaken? Düstere Aussichten bewahre. Die Freiheit lässt wohl auf sich warten. Oh nein. Wer auf die Freiheit wartet, der wird sie nie erreichen. Freiheit muss verdient werden. Ich frage mich nur, wie konnte Hugo nur so dumm sein? Er unterschätzt mich. Ich verstehe euch nicht. Komm, komm. Schau dir das mal an. Diese Laken da, die reichen von hier bis zum Grund. Das ist nicht euer Ernst. Los, fisch ans Werk, Riesenberg. Eine größere Schmach können wir den Werdenberger nicht antun, als wenn wir noch in dieser Nacht verschwinden. Aber... Kein Aber, los, hilf mir ein Seil zu knoten. Geiselnahmen in dieser Art hat es im Mittelalter recht häufig gegeben. Und die Werdenberger sind darin auch ziemlich bei den Leuten gewesen. Nicht gerade immer so erfolgreich, wie die Geschichte hier zeigt. Es hat sogar vorkommen, dass der neue Adelige sich freiwillig in Gefangenschaft begeben hat. Nur, damit er vor der Rache der eigenen Angehörigen geschützt war. Eine umfassende Gerechtigkeit, das haben wir bis heute noch nicht erreicht. Im Mittelalter. Im Mittelalter hat es das schon gar nicht gegeben. Das Recht war meistens die Idee von dem Mann, der an der Macht war. Und somit das Recht vom Stärkeren. Also, du musst diesem Vorburger da gar nichts erzählen. Komm schnell mit. Etwas Fürchterliches ist passiert. Ja gut, so schlimm wird es das ja wohl auch wieder nicht sein. Also, mehr als tot kann man nicht sein. Tot? Wer? Was? Wo? Ja, komm. Also. Da, schau. Wächter, heb das Tuch! Bischof Friedrich! Wir haben ihn vor kurzer Zeit so gefunden. Er hat nicht mehr geatmet.
Gott sei seiner Seele gnädig. Wie ist das nur möglich? Sind das die Laken, die wir Ihnen bringen mussten? Hartmann erklärte uns, sie wären als Vorsorge für den kommenden Winter gedacht. Und Griesenberg? Wächter, schaut nach!